Hallo, hier ist der Juiced. Wieder mit einem neuen Messer vom Andreas. Ja, aus dem großen Unboxing. Zack. Ich sage euch jetzt sofort, zu diesem Messer habe ich nicht wirklich viel gefunden. Immer wenn ich irgendwas gefunden habe, dann war das irgendwie bei eBay. Aber da war die Auktion schon vorbei. Da waren die Bilder weg. Ja, darum. Wer an sowas mal Interesse hat, zack. Sollte vielleicht mal ab und zu mal bei eBay gucken. Die Tasche weiß ich nicht, ob sie dabei war. Könnte sein, ich weiß es nicht. Die Marke, also zu finden ist es unter SEJ Germany. So, zack. Da ist es. Schön in Schwarz. Mit diesem Lock. Zack. Was ich sofort am Anfang sagen muss, ich bin absolut nicht warm geworden mit diesem Messer. Dieser Lock, das Problem ist, man kann diese Schraube wegmachen, diese Schraube wegmachen. Nimmt man das ab, dann ist jeweils unter diesen zwei Schrauben zwei kleine, Washer, sag ich mal. Ne? Nimmt man das runter und dann kann man die Achse einstellen. So, ich habe es jetzt so eingestellt, dass die Klinge nicht wackelt. So, aber man kann hier auch nicht. So, zack. Also irgendwie beim Zumachen ist es ein Zweihandmesser. Das darf jetzt natürlich keiner falsch verstehen. Es ist natürlich ein Einhandmesser. Aber so, und was mich ein bisschen nervt, wenn ich es öffne, ja, drückt dann mein Finger hoch. Zack. Ja, wir haben hier einen ganz leichten Hohlschliff. Also vom Schneiden her ist es wirklich gut. Aber, ich weiß nicht. Dieser Phantom-Lock hier so ist ein bisschen umständlich. Ich hatte ja schon mal eins in der Hand vom Big Spider. Ein Spider-Co, das hatte das hier unten und dann konnte man so zack und zuwerfen. Das fand ich gut. Hier. Vor allen Dingen hier ist es ganz schön pieksig. Zack. Also sicher scheint das zu sein. Das fühlt sich alles stabil an. Absolut. Da kannst du rütteln, wie ihr willst. Das ist alles in Ordnung. Aber ich finde es ein bisschen umständlich. Zack. Oder vielleicht macht man sich auch die Klinge auf locker, aber obwohl sie ist ja schon. Sie ist ja schon auf der Seite. Ja, man könnte sie, aber sobald ich sie ein bisschen weiter rüberholen will, habe ich Klingenspiel. Und von daher, das ist ja nicht der Sinn. Ja. So, also von daher, ich bin jetzt nicht so begeistert davon. Wahrscheinlich aber auch nur wegen dem Verschluss. Wir haben hier 20,2 cm Gesamtlänge. Und was ich sagen muss, zack, hier zwischen habe ich nicht genug Platz. Hier zwischen haben wir genau 8,2 cm. Zack, irgendwie, also mit dem Messer bin ich nicht ganz so warm geworden. Dennoch finde ich es cool, dass ich es mal hier hatte. Dann hat man mal wieder einen neuen Verschluss, doof gesagt, mal kennengelernt. Zack. Es soll der 440er C-Star sein. Den Zettel hatte der Andreas mir ja reingelegt. Er hat es ja gekauft, das heißt, er muss es ja wissen. Wie gesagt, ich habe leider nichts gefunden. Der Clip an meinen Hosen funktioniert er. Da er aber hier sehr scharfkantig ist, wenn man eine dicke Wurst, sage ich jetzt mal, hat, vielleicht eine ein bisschen stärkere Jeanshose, weiß ich nicht, ob man da ein bisschen hängen bleibt. Also bei mir, weil ich habe so relativ dünne Hosen, da funktioniert das wirklich gut. Hält sicher in der Hand, sicher in der Hose. Das ist in Ordnung. Der hat auch eine,
schon fast eine zu weiche Spannung. Aber ich sage mal, lieber ein bisschen zu weich. Jetzt zu weich ist auch scheiße, aber besser als zu stramm. Sagen wir es mal so. Das hier ist wohl, ja, es fühlt sich an, ich weiß nicht, vielleicht ist es Alu, Aluminium. Vielleicht ist es auch nur Kunststoff. Schwer zu sagen, ist blöd, wenn man nichts über das Messer weiß. Die Stahlliner sind nicht skelettiert. Zack. Da kommen wir auch auf ein Gewicht von 153 Gramm. Zack. Also wer so kleine Hände hat, vielleicht Handschuhgröße 9 oder so. Ihr müsst es einfach nur mal messen. Macht ihr so und dann einmal von da bis hier unten messen. Zack. So, wenn ich jetzt diesen hier mache, ich bin irgendwie ein bisschen über 9. Darum passt es bei mir nicht so gut. Fühlt sich einfach nicht so gut an dann. Zack. So, wir haben noch eine Klingenlänge. Ich gehe mal einfach hier oben rein. Klingenlänge von, ja, 9. 9,1. Und scharf davon sind 8,6 cm. Also man hat genug Klinge. Wir haben einen ganz, ganz leichten Hohlschliff. Schneiden wir, wie gesagt, absolut gar kein Problem. Hier kommt, nehmen wir mal eben den Zettel hier. Zack. Zack. Das ist ein ganz schön weicher Zettel, aber... ja. Es schneidet. Zack. Ach, gespitzt. Reingestochen. Spitz ist es auch. Zack. Schneiden tut es auch. Das ist alles gut. Konnte ich nicht drüber meckern. Nur wie gesagt, das mit den zwei Händen zumachen. Ach, der Andreas macht ja, ja, einige Videos. Soll er das mal in der Kamera halten? Andreas, halt du das mal in der Kamera. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd. Ich weiß nicht. Aber mich nervt es ein bisschen. Ja, 440er C-Stahl, das ist schon mal gut. Downpins, die Dicke der Klinge. Da muss ich wieder mein Ding hier holen. Zack, gucken wir mal. Zack. 2,98, also 3 mm. 3 mm. Das ist gut, ist nicht zu dick. Wie gesagt, wer kleinere Hände hat, mal Bock auf so ein Lock hat. Ich finde es nur blöd, dass man kommt aber an die Achsschraube nicht so einfach dran. Man muss das hier erst abschrauben. Ja. Ja. Gut, das wird diesmal ein bisschen kurzes Video. Zack. Ansonsten hätte ich gesagt, Verarbeitung. Ja, die Stahlliner hätten sie mal von innen ein bisschen noch einmal drüber gehen können. Aber ansonsten, so passt das eigentlich alles. Ist ganz gut angepasst. Das ist in Ordnung. Hier eine, ja gut, das ist, ja doch, hier eine kleine Ecke nicht. Aber so im Großen und Ganzen, wenn man sagt, komm, ich brauche ein Messerchen für die Arbeit oder so, dann ist das absolut in Ordnung. Wie gesagt, muss man halt ein bisschen suchen. SEJ Germany. Die Dinger haben anscheinend auch eine Bezeichnung. Nur, ja, weil wenn kein Bild zu sehen ist, weiß ich nicht, wie das Messer heißt. Na, zack, das ist ganz interessant gemacht. Hier, so, zack, dann geht das hier hoch. Und dann fällt es nicht ganz rein. So, dann kann man ja doch jetzt, ja, ab und zu, zack, jetzt kann man ihm noch einen geben. Zack. Läuft auf Kunststoffwascher. Zack. Also wenn man es in der Hand hat. Also ich sag, jetzt muss ich ein bisschen runterdrücken. Jetzt ist aber auch kein
Klingspiel mehr. Ja, gut, kurz gezeigt. Ja. Ich bedanke mich bei euch und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö.